Omas Gerichte aus dem Backofen haben wir hier heute einen Weißkohl-Kartoffelauflauf. Und wie dieses Gericht aus Großmutters Rezeptbuch funktioniert, seht ihr in diesem Video. Klappe und Action! Oh, ist das lecker! Da ist er, der kleine Kohlkopf, Wintergemüse. Und in unserer Reihe Großmutters Ofengerichte machen wir heute einen Kohlauflauf mit Kartoffeln. Und das Schöne ist, wir haben zwar ein bisschen Schnippelei, aber der Rest geht im Backofen und wir brauchen uns gar nicht mehr kümmern. Was wir dazu brauchen, ist super easy. Für den Auflauf haben wir 600 Gramm mehlig kochende Kartoffeln. Dann haben wir hier ordentliche Zwiebeln, ein kleiner Kohlkopf, 400 Gramm Rinderhack, 400 ml Sahne, 400 ml Gemüsebrühe, etwas Kümmel, Salz und Pfeffer. Zuallererst brate ich das Rindfleisch an, damit das so ein bisschen krümelig wird. Und da das so 2-3 Minuten dauert, kann ich in der Zwischenzeit schon mal den Kohl schneiden. Ich mache das immer so vom Körper weg, das Messer, Patschhändchen auf die andere Seite. Und erstmal nur halbieren, indem ich das Messer durch den Kohl so durchdrehe. Dann natürlich vierteln, das geht jetzt eigentlich schon ganz einfach. Dann schneiden wir den Strunk heraus. So, schwupp, weg ist er. Jetzt kann ich den Kohl auch nochmal in Stücke schneiden und dann einfach nur so blättrig. Das geht rucki zucki. So, Kamba. Kambaya, my lord, Kambaya. Du bist wirklich gespannt. Das kann doch nicht angehen. So, Carmen, hier ist doch wirklich gut, wenn hier wirklich gar nichts anklebt, oder? Und da nehmen wir mal jetzt nur das angebratene Hackfleisch raus, wieder zurück in unsere Schale. In diesem Fett braten wir jetzt den Kohl an. Einfach nur ein bisschen anbräunen, weil angeschmorter Kohl, das kennt ihr von den Kohlrouladen, schmeckt halt besser, als wenn er nur gekocht ist. Und in der Zwischenzeit schneiden wir mal eben schnell die Zwiebel einfach nur so herunter. Ein rustikales Schmorgericht. Da werden wir nicht auf die Schnittform achten. So, die Zwiebeln sind geschnitten, kommen die Kartoffeln dran und die halbiere ich der Länge nach vierteln. Und dann nur noch in grobe Stücke schneiden. Das geht rucki zucki, weil wenn ich sie so ein bisschen kleiner schneide, so wie jetzt, dann werden sie auch in der Auflaufform ein bisschen schneller gar. So angeschmorter Kohl, der entwickelt hier so einen süßlichen Geruch. Einfach super lecker. Schaut mal, ich habe nichts dran, kein Salz, kein Pfeffer, gar nichts. Und ich nehme den Kohl, jetzt haben wir ja gelernt, wir stellen die Schüssel ein bisschen näher ran. Wir nehmen den Kohl auch komplett raus und später gebe ich alles geschichtet wieder zusammen. So habe ich eine komplette Kontrolle über mein Auflaufgericht. Und in die gleiche, immer noch heiße Pfanne geben wir jetzt auch die Kartoffeln rein. Auch kein Öl mehr dazugeben, weil das ist hier eigentlich alles fettig genug. Nur eben auch kurz mit anbraten. Auch die nehmen wir gleich wieder raus und zum Schluss die Zwiebeln und haben wir schon fast geschafft. Ich finde, das sieht doch hier schon wieder richtig lecker aus. Die Kartoffeln haben jetzt hier auch eine schöne Farbe. Schmeckt natürlich ganz anders, als wenn wir die Kartoffeln eben nur roh dazugegeben hätten. So haben wir noch ein paar Röststoffe. Und damit wir das schon mal ansatzweise würzen, gebe ich jetzt hier auf meine Kartoffeln ordentlich Salz. Also wirklich sehr, sehr ordentlich. Und auch Pfeffer, weil ich würze jetzt gedanklich nicht nur die Kartoffeln, sondern ich würze jetzt hier auch schon mal meinen Kohl und das Fleisch mit. Und da geben wir auch gleich ein bisschen Kümmel mit dazu. Weil Kümmel ist gut für den Magen, gerade bei Kohlgerichten. Und wenn ich den Kümmel gemahlen dazu gebe, dann sieht ihn keiner und dann sagen alle, wie lecker das doch wäre. So, und auch die Kartoffeln kommen jetzt erstmal wieder raus, weil wir haben noch einen Durchgang, und zwar die Zwiebeln. So, wir haben jetzt Rindfleisch angebraten, den Kohl und die Kartoffeln. Da fehlen jetzt noch die Zwiebeln. Und ich lege Wert drauf, wie dieser Topf hier aussieht. Da ist nichts dran, ne? Das ist wirklich so genial durch die Beschichtung.
Und hier können wir eben auch jetzt ohne Fett auch die Zwiebeln genauso wunderschön goldgelb anbraten. Zwiebeln sind auch fertig, auch angeschwitzt. Nehmen wir auch mal eben kurz raus. Und dann schichten wir das Ganze zusammen und dann darf es schon in den Backofen. So, jetzt wollen wir mal unseren Auflauf nach Großmutters Art mal zusammenbauen. Ich nehme jetzt die Hälfte meiner Kartoffeln ungefähr und die geben wir hier unten rein in die immer noch heiße Pfanne. Diese untere Schicht hier, die soll uns nachher so ein bisschen die Feuchtigkeit mit aufnehmen. Da geben wir auch die Hälfte unseres Kohls mit drauf. Natürlich die Hälfte unserer Zwiebeln. Guck mal, ich habe die Herdplatte aus, Carmen. Ja, und der brutzelt immer noch, ne? Ist tatsächlich aus und der brutzelt immer noch, weil der durch dieses dicke Guss einfach so die Hitze speichert. Jetzt die Hälfte unseres Rindfleisches. Und da Carmen gesagt hat, lass uns doch mal ein bisschen weniger Fleisch essen, haben wir uns hier auf 400 Gramm beschränkt. So, das war die erste Schicht. Jetzt machen wir es praktisch genau dasselbe nochmal. Die restlichen Kartoffeln, dann den restlichen Kohl, Zwiebeln und Fleisch. Carmen, wie du ja immer sagst, bei den Kohlrouladen schmeckt dir der Kohl eigentlich auch immer am besten und weniger das Fleisch, oder? Was jetzt noch fehlt, ist ein bisschen Feuchtigkeit. Wir gießen das jetzt mit unseren 400 Milliliter Gemüsebrühe so ein bisschen an. Und damit das Ganze auch noch ein bisschen cremiger wird, auch noch meine 400 Milliliter Sahne. Und das Ganze geht jetzt für 50 Minuten bei 160 Grad in den Backofen. So, Carmen, 50 Minuten sind rum. Das sieht doch wirklich nach Großmutters Küche aus. Ja, sehr lecker. So, jetzt wollen wir mal probieren und nicht unbedingt die Schnute verbrennen. Und unsere Brühe und die Sahne ist wunderbar von den Kartoffeln aufgenommen worden, sodass das wirklich eine homogene Masse ist. Das ist geil. Das ist einfach gut. So lecker. Mmh. So günstig und eigentlich so schnell gemacht. Der Ofen hat die meiste Arbeit. Über ein Däumchen nach oben würden wir uns sehr freuen. Abonniert doch bitte den Kanal. Das ist wirklich gut. Und schaut doch mal bei Instagram vorbei. Und Carmen sagt an dieser Stelle immer, wir haben euch lieb. Und ich schließe mich dem an. Tschüss, ihr Süßen.